Willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen Evoland. Das ist ein Spiel mit einem sehr interessanten Konzept. Ich erkläre das mal kurz. Es ist so eine Art Best-of-RPG. Also es ist so ein Mix in puncto Spielsystem aus allen RPGs, die es eigentlich gibt, beziehungsweise zeigt die Entwicklung der RPGs in einem Spiel. Ist relativ kurz für ein RPG. Sind sehr viele, mal mehr, mal weniger, ouch, Anspielungen drin. Naja, ansonsten rede ich gar nicht mal arg weiter, sondern würde ich sagen, fangen wir einfach an. Freigeschaltet, rechte Taste. Jetzt können wir nach rechts gehen. Freigeschaltet, linke Taste. Jetzt können wir auch nach links. Freigeschaltet, 2G-Video. Ein Glück, ihr könnt nämlich sonst nirgendwo hingehen. Ja, und so entwickelt sich dieses Spiel nach und nach. Wir laufen hier noch auf einem Gitter. Freigeschaltet, einfacher Bildlauf. Ihr möchtet sehen, wohin ihr geht, stimmt's? Richtig, also nächstes Bild bitte, danke. Ja, hier können wir nicht arg viel machen, also gehen wir einfach hier weiter. Noch eine Truhe, was haben wir denn jetzt? Freigeschaltet Soundeffekte. Dadurch wird das Spiel gleich lebendiger, kann man so sagen. Schritte. Na, besser wie nix. Glatter Bildlauf. Erspart euch einiges an Kopfzerbrechen. Ah, gleich viel angenehmer. Durch Gras können wir auch nicht durchlaufen übrigens. Deswegen kommen wir auch nicht an die Truhe daran. Aber die hier. Freigeschaltet ein Schwert. Jetzt könnt ihr böse Monster töten und ein Gebüsch niedermähen. Und somit kommen wir auch an diese Truhe ran. Warte, ist da oben ein Gebüsch oder wie kam ich da ran? Ne, an die komme ich immer noch nicht ran. Egal, Truhe. Freigeschaltet, Monster. Vorsicht, berührt sie nicht. Ja, sollten wir wirklich nicht, denn wir sind mit einem einzigen Hit tot. Octorax haben bestimmt nichts mit den Octoroks aus Zelda zu tun. Musik. Evoland Melodie seit 2012 ganz oben in den Charts. Das Spiel gibt es einmal als Flash-Game, aber auch im Steam-Shop für ein paar Euros. Flash-Game ist übrigens nicht Vollversion. Was haben wir denn da Schönes? Speicherpunkte. Eine Entwicklung, die Computerspieler für immer verändert hat. Oh ja. Gespeichert. Und hier haben wir... 16 Farbenanzeige. OMG, Farbe! Noch ein Octorak. Hier ist nix. Ja, und so sollte man halt gucken, alle Truhen aufzusammeln, weil das Spiel sich auf die Art immer weiterentwickelt. Ist hier oben noch was? Nö. Speichern geht immer recht fix eigentlich. Na gut, das Spiel ist auch nicht sehr groß. Denn ist es für ein RPG recht linear. Da geht's nicht durch. Fledermaus! Gerade eben. Nee. Hab ich mich verguckt. Was haben wir denn hier? Evoland, a short story of an adventure video game evolution. Nach jahrhundertelangem Frieden trat eine uralte, böse Macht zurück ans Licht, um die Welt von Evolandia zu bedrohen. Ihr seid eins der wenigen verbliebenen Mitglieder des Ordens der Drachenritter, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen, um in Notleidenden zu helfen und das Böse zu bekämpfen. Dank jahrhundertelangem Frieden hatte in letzter Zeit nicht relativ viel zu tun, aber es sieht ganz so aus, als ob ich das weitern würde. Hä, wie sollt ihr so schnell lesen? Freigeschaltet, Handlung. Eine kurze Geschichte, um euch in diese neue Welt einzuführen. Schön. Stern. Sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Ja, das ist ein Collectible, ich werde... wahrscheinlich nicht alle finden. Oh, 256 Farbenanzeige. Ist fast schon echte Grafik, stimmt's? Noch ein Fledermaus. Octorak, Octorak. Und noch eine Fledermaus. Truhe. Zeichenanzeige. Zum Glück scheint euer Held, diese Zeichen lesen zu können. Dieser Pfad ist nur für wendige Abenteurer geeignet. Oh,
Danke, das hilft uns unglaublich weiter. Muss schon sagen. Was haben wir denn hier Schönes? Freie Bewegung. Zeit für etwas Action Abenteuer. Ach ja, wir sind vom Gitter runter. Und hier geht's immer noch nicht durch. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versucht es mit dem Pfad im Osten. Oh, ein nützlicher Hinweis. Und Diagonalbewegung, auch möglich. Hat bei manchen Spielen ja ziemlich gedauert. Hust, Pokémon. Ach ja, deutlich hören wir es auch hier durch, weil wir ja nicht mehr ans Gitter gebunden sind. Statuen? Aus Zelda sollte man gelernt haben, denen zu misstrauen. Dranlaufen, sie werden lebendig. Ach ja, man kann sie nicht von vorne verwunden, da war ja was. Aber bewegt sich recht langsam. Freigeschaltet, Pfad. Alle Monster zu töten ist bei eurer Quest mitunter hilfreich. Inventar. Ja, wir haben ein Schwert, sonst nix. Aber besser wenig, sag ich mal, ne? Freigeschaltet, Überwelt. Oh Gott. Oberwelt, wenn schon. Diese Welt zu erforschen ist nett, nehmt euch aber von zufälligen Begegnungen Acht. Freigeschaltet, rundenbasierter Kampf. Gehen jetzt einem anderen Kampfstil über. Jo, da ist er auch schon. ATP, aber Pause, wenn man dran ist. Ne, Final Fantasy Macher, so geht das richtig. Der Slime ist nicht besonders schnell und auch nicht besonders stark. 50 Gliss gewonnen. Das Anspielung. Noch eine Truhe. Mode 7 sah fantastisch aus, seinerzeit 1990 eingeführt wurde. Ja, gekippte 2D, verkauft als 3D. Freigeschaltet Ortsname. Hier erfahrt ihr die Namen der Orte, die ihr bereist. Nochmal von den Scheinrittern. Und so, Nummer 1. Und Nummer 2. Oh, sind ja noch mehr. Speichern kurz, weil wir sind immer noch mit einem Hit tot. Und das muss jetzt nicht sein. Truhe freigeschaltet. Alle Monster zu töten kann ebenfalls Schätze freischalten. Frage ist, wo ist die jetzt? Da ist sie. Freigeschaltet, Dorf. Warum ist die Musik in Dörfern immer so nervig? Ja, Dorf. Noch eine Truhe. Freigeschaltet, NSC. Endlich jemand zum Reden. Oder auch nicht. Tut mir leid, bei Kindern rede ich nicht. Was macht ihr? Kinder gehören ins Bett. Der Brunnen betreten. Vorsicht, dort unten ist es dunkel. Rein da. Im Brunnen. Ihr habt einen merkwürdigen Samen gefunden. Wollt ihr ihn essen? Klar. Freigeschaltet, größer werden. Was haben all diese Kinder in Videospielen zu suchen? Ja, womit wir jetzt eine anständige Größe haben und auch nicht mehr nur zustechen, sondern auch wirklich zuschlagen. Gibt uns zur Seite noch eine etwas extra Hitbox. Karte, Wurm. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Ja, Doppelzwilling ist hier so ein Minigame. Werde ich auch mal zeigen, allerdings nicht sehr ausführlich, weil das Spiel etwas banal ist, aber ganz witzig eigentlich. Vorhin hat uns ein Mädchen besucht. Ist sie eure Freundin? Ach ja, in die Tür komme ich immer noch nicht rein. Die Kristallhöhlen im Norden sind ein gefährlicher Ort. Angeblich lebt Kefkas Geist dort. Ne, Kefka. Final Fantasy 6, was hat der hier in Evoland verloren? Noch kein Abenteurer ist zurückgekehrt, um uns davon zu erzählen. Sagst du? Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhlen gehört. Okay, wir sollten in die nördlichen Höhlen gehen, glaube ich. Ist hier unten noch irgendwas? Ein Kind. Erwachsene sind nicht lustig, sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Wenn ich bloß den Wachstumssamen essen könnte, dann wäre ich kein Kind mehr.
Den Samen, den ich gefunden habe, ist aber in den Brunnen gefallen. Dort unten ist es zu dunkel und ich habe Angst, ihn zu holen. Das wäre jetzt ein fetter Hinweis, wenn wir ihn nicht schon hätten. Freigestellte Häuser betreten. Jetzt könnt ihr beliebig in die Privatsphäre anderer eindringen. Freigeschaltet Gastwirt. Wenn ihr das müde seid, wartet ein warmes Bett auf euch. Zu einem fairen Preis. 10 Gliss. Ja, von mir aus. Ja. Die Rettung der Welt mit den Heldenkristallen. Von H. Sakaguchi. Ich glaube nicht, dass ich das brauchen werde. Diese Anspielungen. Mein Krampf. Von A. Zephyros. Klingt nicht besonders unterhaltsam. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Willkommen in Papuniga. Achso, das hatten wir schon. Oder hatten wir schon? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Wie man einen E-Muck zubereitet von W. Wald. Lecker. All eure Truhen sind gehört uns. Da gab es wohl ein Übersetzungsproblem. Diese Anspielung. Freigeschaltet, Ladeninhaber. Bei diesem Kerl könnt ihr jederzeit eure Gil ausgeben. 50 Gliss gefunden. Was hast du denn? Trank, Langschwert, Kupferrüstung, Phönixdaune, seltene Karte. Zu wenig Geld. So, jetzt war hier oben noch ein Haus. Gehen wir auch noch rein. Ist was in den Truhen drin? Nee. Die Tür ist verschlossen. Was sich wohl dahinter verbirgt? Okay. Dann gehen wir mal zu diesen Höhlen im Norden, ne? Ah, halt, hier war ich noch nicht drin. Karte, Talk. Eine neue Karte, Doppelzwilling zu spielen. Das Medium ist die Massage. Von M. McLuhan. Wie passend. Der ultimative Führer für alles von S. Miyamoto, ein absolutes Genie. Oh ja. Das kannst du laut sagen. Er hat einen Trank gefunden. Sehr schön. Sonst ist ja aber nichts. Na, ja, ist aber wenigstens ein Trank, ne? In den Höhlen davon gibt es ziemlich starke Monster. In eurer derzeitigen Ausrüstung lassen wir euch nicht vorbei. Und da wir zu wenig Kohle haben, heißt das dann wohl Geld farmen. Na komm, Dorfausgang, wo bist du? Das Dorf ist um mich herum gespawnt. Wie komme ich jetzt eigentlich raus? Ah, hier. Oh, das ging fix. Als Erwachsener sind wir jetzt auch ein bisschen stärker. In puncto Defensive, wie man ja sieht. Kaputt. 100 Gliss gewonnen. Bissel machen wir noch. So, erster kaputt. 12 Schaden sogar, wow. Man könnte fast meinen, wir werden stärker. Werden wir nicht, wir kriegen nämlich keine Erfahrungspunkte. Gab's damals noch nicht. Ah, die haben also genau 12 HP. Gliss gewonnen. Okay, noch einen Kampf, dann gehe ich zurück ins Dorf. So, erster kaputt. Und zweiter kaputt. Oh, oder auch nicht. Zweiter kaputt, sagte ich. Danke, meine Herren. Gut, zurück ins Dorf. Harpunika. Alter Händler war... Doch, der war hier. So, ich habe fast 500 Gliss. Dann gib einmal das Langschwert her. Die Kupferrüstung.
und die seltene Karte. Ach, 500. Bitte gib euer ganzes Geld hier aus. Danke. So, da wir immer noch nur dieses Mini-Inventar haben. Ach nee, haben wir gar nicht mehr. Trotzdem ist es automatisch angelegt. Wir müssen das jetzt nicht großartig selber machen. Ich will die seltene Karte haben. 100 Liss gibt's pro Kampf. Oh, neuer Gegnertyp. Ja, und schon mache ich deutlich mehr Schaden und krieg deutlich weniger. Man kann auch mit WASD laufen oder mit E bestätigt statt der Leertaste. Also die Steuerung ist etwas seltsam, aber von mir aus, sag ich mal. Nummer 1 kaputt. Nummer 2 kaputt. Und vielleicht auch Nummer 3 auch noch, bevor ich irgendwas... Jawoll. Noch ein E-Muck. Der sich nichts mit einem E-Muck zu tun hat. 540. Wenn ich noch rein kann, damit ich mir noch einen Trank leisten kann. Bam. So. Abenteuerladen. Geht euer ganzes Geld hier aus. Dann gib mir einmal die seltene Karte. E-Muck. Und einen Trank. So. Dann werde ich jetzt auch sicher zu den Höhlen dürfen, oder? Herr freundlicher Typ. Nehmt euch auf euren Weg vor den zu den Höhlen vor Monstern in Acht. Mache ich. Hell spricht natürlich nicht, weil gehört sich nicht. Noch eine Truhe. Freigeschaltet, erzwungener Kampf. Jemand ruft um Hilfe. Ich habe gehört, wie jemand um Hilfe gerufen hat. Sie wurde wohl von diesen Monstern angegriffen. Skaven. Unter Umständen erstmal angebracht, einen Trank zu sich zu nehmen. Ich hätte natürlich auch ins Gasthaus gehen können, das habe ich aber irgendwie voll verpennt. Naja, schon spät. 180 Gliss. Danke, dass ihr mich vor diesen Monstern gerettet habt. Ich brauche den Kristall aus der Höhle, um mein Heimatdorf zu retten. Helft ihr mir? Ja. Übrigens, ich heiße freigestellt, erzwungene Wahl. Hier scheint ein Szenario der richtigen Verzweigung zu fehlen. Lebensszenario der richtigen Verzweigung. K-Eris. Ne? Aber von mir aus. K-Eris hat sich dem Team angeschlossen. Ups. Ach so. Das Detailreichtum. So, dann jetzt aber mal kurz zum Gasthaus, denn Kaeris ist auch nicht gerade der Beste. Ach doch, ist er. Trotzdem Gasthaus, wir sind es nämlich nicht. Übrigens, wir haben immer noch keinen Namen. So, 10 Gliss, immer noch ein fairer Preis. Und speichern. Ja, Kaeris, Magierin, macht keinerlei Schaden, kann aber heilen. Müsste im nächsten Kampf erklärt werden. Deswegen sag ich da auch gar nicht mehr so viel dazu. Rennen wäre noch schön, aber gab's damals noch nicht. Na komm, ab zur Höhle. Was ist denn hier hinten? Advanced Secret? Das war spannend. Die versteckte Wiese. Freigeschaltet. Echte Forscher. Ihr habt eine versteckte Höhle gefunden. Ich habe mein Schwert nicht, das heißt, hier ist RPG-Modus.
ja, sie kann heilen. Jetzt nicht sonderlich spannend gewesen, wenn ich wirklich Schaden genommen haben. Aber gut. Zeigen kann man es ja mal. Was ist denn hier unten Spannendes? Noch mehr Gegner. Ja, wie gesagt, sie macht jetzt nicht den legendären Schaden. Aber ihre Heilung kostet kein Mana. Mana gibt's nicht. Wurde noch nicht erfunden. Trank. Die Invasion der untoten Katzen von E. Schrödinger. Ein Bestseller bei Amazon. Sie hat genug Schaden gemacht. Wow. So, hier ist aber sonst nichts. Also nächste Abzweigung. Regel bei RPGs ist ja, der richtige Weg ist der falsche Weg. Lass mich raten, der hat genau 11 Leben. Naja. Wahrscheinlich schaltet Stern. Freigeschaltet, so schwer ist das Wort nicht. So, hier ist sonst nichts. So, besonders viel Heilt sie noch aktuell nicht, aber ist besser wenigstens. Kostet nichts, also her damit. So, und hier war doch jetzt noch eine andere Abzweigung. Genug Schaden. Glückwunsch, Kairis. Das ist so bescheuert. Okay, und hier hinten ist... nichts. Auch gut. Nein, eigentlich nicht, denn nichts ist immer nichts. Voller Treppe, wie sich's gehört. Noch irgendwas hier? Karte? Irgendwo? Oder noch ein Stern? Wer weiß? Oh. Karte, Schleim. Gut, dann jetzt aber zu den Höhlen im Norden, wo wir eigentlich hin wollten. Ja, und so wechselt das Spiel halt immer zwischen Nahkampf und rundenbasiertem Kampf. Achso, Realkampf, nicht Nahkampf. So, hier sind wir wieder in so einem Modus. Wir müssen den Kristall finden. Seine Kraft kann eure Wahrnehmung der Welt verändern. Und ihr könnt in dem das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich nie gefragt habe, wie ihr heißt. Klink. Nee. So heißt man. Klink. Freigeschaltet Name. Endlich merkt das Mädchen, dass ihr ein echtes menschliches Wesen seid. Ah, schön. Freigeschaltet Höhlenmonster. Hoppla, die Höhle scheint bewohnt zu sein. Und jetzt haben wir einen Mix aus Realkampf und rundenbasiertem Kampf. Weil, warum nicht? Hier ist nichts sonst. Torque. Das Ding ist etwas stabiler. Oh, daneben. Stabil, aber lahmarschig. Und da der ATB bei jeder Runde, bei jedem Kampf neu anfängt zu zählen, auch keine wirkliche Bedrohung. Noch ein Talk. Du kannst ruhig mal treffen, Mädel. Hier ist wieder nix. So, die triffst du jetzt aber bitte. Danke.
Kisten? Nerv nicht. Oh, er greift an und macht Schaden. Aber das Ding trifft sie immer noch nicht. 50 Gliss. Trank. Okay. Cobra Zero. So, Full Life. Und das Ding ist hoffentlich gleich kaputt. Nein. Oh, komm schon. Darf's ruhig mal treffen. Danke. Bleibt noch ein Weg. Machen wir's so. Du hast doch schon mal mehr Schaden gemacht. Du gehst kaputt. Und du bitte auch. Werden ja allmählich richtig anspruchsvoll, die Kämpfe hier. Erfahrungspunkte. Jetzt bekommt ihr fürs Kämpfen EP und steigt Stufen auf. Ja, und mit diesem Bild würde ich sagen, Ende der erste Part. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm not going to be able to do that.